verladen wir Teile von einer Kunstdüngererzeugungsanlage. Insgesamt 5 Stück, wobei das schwerste Stück ca. 61 Tonnen hat und das größte Stück, wie man sieht, 4,10 Meter hoch ist. Dazu wurde auch ein Spezialflugzeug angefordert. Jawohl, das ist der Antonow AN-124, eines der größten Frachtflugzeuge in der Welt, das serienmäßig auch gebaut wurde, ungefähr ein Fassungsvermögen von ca. 120 Tonnen hat und 750 Kubikmeter im Volumen, Ladevolumen. Wo wird die Fracht hin transportiert? In den Mittleren Osten nach Saudi-Arabien und der Bestimmungsflughafen ist Dammam. Es dauert ja hier sehr lange, bis die Teile verladen sind. Auf was muss man hier genau achten? Ja, es geht natürlich genaue Gewichtsverteilung immer halt im Flugzeug selbst. Das heißt, man muss Schienen und gewisse Hölzer unterlegen und die sind dann auch dann also die Stücke auch richtig verzüren, damit sie sich nicht bewegen können. Und das ist eben die Herausforderung und das dauert eben so lange.